Also, dann nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Kooperationswebcast von Red Hat und Consol. Mein Name ist Angela Hamburger. Ich bin für das Marketing verantwortlich bei der Firma Consol. Und neben mir sitzt mein Kollege Yogesh Banu. Er ist unser Senior Consultant im Infrastruktur- und Cloud-Umfeld. Und der Hauptakteur unseres heutigen Webinars. Und wir haben jetzt doch sehr spannende 60 Minuten vor uns. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich in medias res. Ich werde eine kurze Firmenvorstellung von Consol vornehmen. Und zwar für die, die eben Consol noch nicht kennen. Wir sind, haben unsere Zentrale hier in München und besitzen seit über 30 Jahren eben Erfahrung auf dem IT-Markt, gegründet von Dr. Ulrich Schwanengel. Vor 30 Jahren sind finanziell komplett unabhängig und sind auf dem deutschen Markt als zuverlässiger IT-Full-Service-Dienstleister und Hersteller intelligenter Produkte, bekannt. Über 200 zufriedene Kunden aus allen Branchen, von Großunternehmen, mittelständischen Firmen und öffentlichen Institutionen, vertrauen uns, unseren Services und unseren Produkten. Ein kurzer Überblick über das Leistungsportfolio im Bereich IT-Services. Wie ich eben schon erwähnt habe, wir haben seit 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, sind ein Partner auf Augenhöhe und in den Bereichen IT-Consulting, Individualsoftware, IT-Outsourcing und Operations vertreten und haben auch eine ganz, fundamentale Expertise im Bereich Open Source Monitoring. Das zweite große Standbein ist die BPM-Software Consol CM, die sozusagen die Software zeigt sich wirklich als es ist die kundenzentrierte BPM-Lösung. Hauptsächlich oder eingesetzt im Bereich Customer Service, Helpdesk, Lead Management und da geht es auch eben wirklich um die ganz überall, wo es keine Standardlösungen gibt, da eignet sich Consol CM wirklich für individuelle Prozesslösungen. Gut. Und damit würde ich sagen, ist auch der kurze Unternehmensüberblick, den habe ich jetzt hiermit abgeschlossen. Wie schon eingangs erwähnt, werden wir Ihnen im Nachgang eine kurze Umfrage zusenden. Und da würde ich Sie eben bitten, uns da ein bisschen Ihre Themen mit Virtualisierung, was Sie einsetzen, eben mitzuteilen. Und übergebe jetzt an meinen Kollegen, Herrn Yogesh Banu, und wünsche ich uns allen einen interessanten Webcast. Guten Tag und herzlich willkommen. Ziel für die nächsten 50 Minuten ist, dass ich versuche, einen Überblick zu verschaffen über OpenStack und CloudForms und warum Red Hat richtig positioniert ist. Das ist ein Pie-Chart für Git-Commits im OpenStack-Bereich und hier man kann sehen, das ist die Icehouse-Release, das ist die jetzige Release von OpenStack und die zukünftige Release von OpenStack. Und man kann sehen hier sehr gut, welche Akteure sind hier im Spiel und Red Hat ist fast Icehouse die Nummer 1 zum Git-Commit macht und bei der Juno-Release ist es der Nummer 2. Die Idee ist, dass sie teilen in diesem Open-Source-Bereich sehr
kräftig ein und damit sie auch begleiten diese Projekten. Und warum Red Hat sich so richtig positioniert ist, der Grund dafür ist, dass allgemein ist, dass Red Hat hat ein definierte Produktcycle. OpenStack ist jede 6 Monate ein neuer Release raus, der Release, neue Release rauskommt. Und Red Hat bietet 3 Jahre Support dafür und Standard RHEL Release, der Red Hat Enterprise Linux, hat 10 Jahre Unterstützung. Sie bekommen von Red Hat von der ganzen Produktpalette von einem Hersteller Support. Und Red Hat sorgt auch dafür, dass der Stack ist auch zertifiziert von Hardware und Software, andere Hardware- und Softwarehersteller. Gleichzeitig Red Hat auch sorgt dafür, dass die Komponente, die sie entwickeln, ist auch für mit Sicherheit Updates und sie sind auch stabil. Im OpenStack-Bereich, da so viel OpenStack, Red Hat so viel im OpenStack-Bereich macht, OpenStack fokussiert auf Enterprise, konzentriert sich auf Enterprise Release. Dafür es gibt diese Heat Orchestration Tool, das hat Red Hat begleitet und die erste Code Commit war von Red Hat gewesen. Im Network Bereich, sie haben diese ML2 Plugin geholfen bei Entwicklung, damit wir mehrere bei Software Defined Networking mehrere Komponenten auf eine Instanz, eine Cloud Implementation implementieren können. Dann, sie haben im jetzigen Red Hat Release von OpenStack, wir können Hadoop-Integration verwenden, damit wir Big Data-Umgebung von unserer OpenStack-Release ausfüllen. Und ganz wichtig, Rolling-in-Place-Upgrades, das ist mit OSB 5 auch in die Gange. Das bedeutet, Sie können wenn der nächste Release rauskommt, Sie müssen nicht noch eine Cloud-Umgebung bauen. Normalerweise, das ist ein empfohlener Weg und Sie können gleich die Red Hat an OSB 5 oder 6, wenn das weiterkommt, einfach einspielen und die Cloud wird hochgezogen. Und dann Red Hat bietet auch eine Management-Schnittstelle, damit Sie können die jetzt Infrastruktur und die zukünftige Infrastruktur von einem Fenster steuern. Und dafür, da erzähle ich mehr darüber später. Wir nehmen jetzt einen Schritt zurück, zu anschauen, welche Anwendungsfälle haben wir im Enterprise-Bereich. Es gibt 2 Arten von Applikation-Workloads. Eine, die Vertical Scaling brauchen und die andere Horizontal Scaling. Die Vertical Scaling bedeutet, dass wenn ich Ressourcen brauche, dann muss ich mehr Speicher, Hauptspeicher geben, mehr CPU-Ressourcen geben. Bei Horizontal Scaling ist es so, dass wenn ich mehr Ressourcen brauche, dann stelle ich noch einen Rechner hinzu und werde die Ressourcen horizontal skaliert. Normalerweise die Lösungen, die Vertical Scaling brauchen, sind traditionell oder Enterprise Workloads. Die Forms, was wir einrichten, sind stateful. Das bedeutet auch, die Forms kann auch sehr groß sein. Die Applikation SLA ist von dieser VM abhängig und Hochverfügbarkeit von dieser VM ist abhängig entweder von der Virtualisierungslösung, was wir einsetzen, oder müssen wir von Betriebssystem oder andere exotische Methoden einnehmen. Und natürlich, wenn ich Ressource-Engpässe habe, dann muss ich auf diese Scale-Up-Architektur gehen und mehr Ressourcen nehmen. Und das Problem mit dieser Lösung ist, dass mit der Zeit, wenn wir mehr, diese Skalierbarkeit ist nicht nachhaltig. Im Gegensatz, die Cloud-Workloads sind, die Fonds an sich sind stateless und die Applikationentwicklung hat ein Distributed App Design. Die VMs an sich sind klein und die SLA ist nicht von nur ein VM abhängig, sondern mehrere VMs sorgen dafür, dass die Applikation ist da. Und wenn ich Ressourcenprobleme habe, dann einfach vorbereite mich noch mehr VMs und ich bin weg.
Was ich noch sagen würde, ist, dass was wir gesehen haben, ist, dass mit der Zeit mehr und mehr traditionell Workload wandert in der Cloud. Und wenn man denkt, was ist ein Cloud, das ist etwas eine Diskussionsfrage. Wenn man von einer Computing-Ecke kommt, man sieht, dass es gibt viele Kernpunkte, die von Distributed Computing kommen. Wenn heutzutage, wenn man Werbekampagne anschaut, man sagt ja, Mobility ist Cloud. Und dann es gibt viele Definitionen: Cloud, Software as a Service, Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service. Und gleich, was noch nicht definierte L-Service auch. NIST hat eine Definition von Cloud rausgebracht, die Cloud soll typische Eigenschaften haben, die Cloud soll mandantenfähig sein, die Cloud soll, der Service soll messbar sein, der Network soll überall übergreifbar sein und Elastizität. Hier geht nur um Horizontalskalierbarkeit, nicht über Vertikalskalierbarkeit und es auch bedeutet, dass wenn ich vergrößern kann, muss ich auch in die Lage sein, meine Umgebung zu verkleinern. Und last but not least, alles muss der Benutzer selber machen kann. Dann NIST hat auch Service-Modelle definiert, Infrastruktur als Service, und das ist zum Beispiel Amazon, Rackspace oder OpenStack, Plattform as a Service, OpenShift, App Engine, Cloud Foundry, Software as a Service, ServiceNow. Es gibt viele CRM-Lösungen, die jetzt auch in SaaS sind. Und dann, sie haben auch Deployment Models gesprochen. Es gibt die Private Cloud, das wir auf eigene Data Center betreiben, dann gibt es Public Cloud, zum Beispiel Amazon, und es gibt auch Community Cloud. Und dann es gibt auch auf übergreifend ein Hybrid Cloud, das kann auch bedeuten, dass ich mein Enterprise Workload auf eine Virtualisierungsumgebung habe und ich ein Public Cloud oder Private Cloud verwende dafür. Und heute würde ich über Hybrid und Privat Cloud mit Infrastruktur als Service sprechen. Was brauche ich eigentlich für Infrastruktur als Service? Ich brauche ein Network, das schnell ist. Wir brauchen kein proprietäre Hardware. Wir nehmen einfach off-the-shelf Komponenten. Wir brauchen kein proprietäres Storage. Brauchen wir Virtualisierungslösung, der gut ist, und brauchen wir Configuration Management Tool. Hier geht es darum, dass wir brauchen eine Lösung, der immer repeatable ist, und dafür ist ein Automation Tool auch gut. Gartner bringt jedes Jahr ein Magic Quadrant, und dieses Bild zeigt uns, für welche Players im Infrastruktur-Service-Bereich sind. Problem mit diesem Bild ist, dass dieses Bild ist nur für Public Cloud. Es gibt keinen, der Privat Cloud macht. Ich habe mir ein bisschen zusammengesetzt und ich habe ein ähnliches Magic Quadrant für Private Cloud gemacht. Und wie man sehen kann hier, VMware und OpenStack sind die Spitzenreiter. Und VMware hat auch gesehen, dass der Lösung, was sie implementiert haben, kann nicht skalieren. Und jetzt mit VMware 6, sie unterstützen auch OpenStack. Was ist OpenStack? OpenStack war eine Idee, das geboren war im Sommer 2010 von zwischen NASA und Rackspace. Damals war es so, dass Hubble hat angefangen, Bilder zu schicken. NASA hat Probleme mit Bildbearbeitung gehabt. Und Rackspace als Internetprovider hat Probleme mit Storage-Skalierbarkeit.
Und sie haben zusammengesetzt und gesagt, okay, wir entwickeln etwas zusammen. Und dann war andere Firmen auch mit involviert. Sie haben eine OpenStack Foundation gegründet. Und jetzt OpenStack ist der größte Open Source Projekt. Der ist meistens in Python geschrieben und nutzt Share Nothing Messaging Based Architektur. Und Ziel von OpenStack ist, dass der will als der Betriebssystem für den Cloud werden. Mit ein Web-Oberfläche. Das bedeutet, wir haben CPU-Ressourcen, Networking-Ressourcen und Storage-Ressourcen, der wird über OpenStack-Schnittstelle verwaltet. Wir sind auf die neunte Iteration von OpenStack, heißt Icehouse, und der Red Hat Release ist die OSP 5. Jetzt schauen wir, was OpenStack ist. OpenStack ist kein Monolith-Projekt, sondern OpenStack ist eine Sammlung von mehreren Projekten. Jetzt würde ich ein bisschen über die Core-Projekte sprechen. Es gibt andere Projekte auch, da sprechen wir ein bisschen später. Da diese Projekte Share Nothing Architecture basiert sind, wir brauchen etwas, die mit einem Kommunikationsmedium. Die wird mit einem Oslo Messaging gemacht, die ist nicht anders als ein RPC-based AMQP, die nutzt AMQP als Messaging-Schnittstelle. Und Vorteil, wir haben hier, ist, dass wir können sehr gut skalieren. Wir müssen auch erinnern, dass OpenStack nutzt die Eventual Consistent Model, das bedeutet, dass braucht ein bisschen Zeit, bis alles da ist. Jetzt schauen wir einzelnen Projekten hier an. Jeder Projekt hat einen offiziellen Namen und Codename. Zum Beispiel, wenn wir über einen G-Service sprechen, dann der Codename ist Keystone und der offizielle Name ist Identity Service, klar. Und der war im Essex integriert, das ist eine Release von OpenStack und sorgt für Identitätsservice. Die Name Keystone kommt von Architektur, das ist der Schlussstein auf einem Bogen. Und was wir hier haben ist Tenants. Tenants sind nicht anders als eine Gruppierung von Benutzer. Man kann das Projekt nennen, Tenants nennen, das ist die gleiche. Und die Rollendefinition momentan ist nur, ob ich ein Administrator bin oder nicht, oder ein Teil von einem Projekt. Wenn ich mich einlogge im Keystone, dann wird ein Token generiert und dieser Token wird verwendet, für gegen Service zu kontrollieren. Und Keystone hat einen Service-Katalog, wo man das alles kontrolliert wird. Horizon ist der Dashboard von OpenStack, der ist der Web, der uns die Web-UI bietet. Es ist die Self-Service-UI und ist meistens stateless. Horizon ist eine Python Whiskey-Applikation und verwendet Django Framework. Und der Django Framework erlaubt Horizon zum Skalieren auch, weil sie haben Django Framework hat Backend Engines und man kann wählen, welche Engines man braucht. Und klar, der Horizon ist auch eine von der nur HTTP spricht. Rest alle OpenStack Projekte sprechen REST API. Der nächste Projekt ist Heat und ist eine Sorge für die Orchestrierung von Cloud Deployment. Im Englisch gibt es einen Spruch, Heat keeps the cloud up. Wie macht man das, sehen wir gleich. Eigentlich Heat verwendet alle OpenStack APIs und normalerweise, wenn wir ein Cloud Deployment machen, es ist nicht eine VM, es ist ein Stack von VMs und sie haben Fähigkeiten, vielleicht wir haben eine Datenbank, Applikationsserver, das bedeutet, ich muss das alles vorher definieren und das kann ich in ein JSON oder XML, kommt darauf an,
ob ich ein REST API von OpenStack verwende oder Amazon CloudFormations API verwende. Ich kann als Template das definieren und Heat würde das für mich bereitstellen. Der nächste Projekt heißt Silometer und der sorgt für Telemetry-Dienst von OpenStack. Der Name stammt aus, ist auf englischer Name für den Wolkenhöhenmesser und im OpenStack-Bereich ist die Grundlage für Billing und Chargeback-System. Silometer bietet kein GUI für Billing und Chargeback, das muss jeder Anbieter selber machen. Aber was er bietet, ist, dass ich kann, wenn ich ein Resource verwende, ich kann das messen. Und es gibt noch ein, es gibt zwei Posters. Eine heißt Compute Poster. Die Compute Poster sorgt für Compute Nodes, zum Beispiel wie hoch ist mein Last auf meinem Compute Node. Und der Central Poster ist dafür da, wenn ich mein eigenes Plugin entwickeln will, ich kann diese Central Poster verwenden. Klar, wenn ich alles messe, muss ich alle andere OpenStack API greifen. Das wird über Notifikationsschnittstelle gemacht und da ist AMQP verwendet. Und natürlich, wenn ich alles messe, muss ich irgendwo alles sammeln. Dafür gibt es Collectors. Networking. Das ist ein sehr interessanter Bereich gerade. Es gibt viele dritte Party-Hersteller, sie interessieren sich und OpenStack ist als Showcase für Software-Defined Networking verwendet heutzutage. Fast jeder Hersteller, der Software-Defined Networking machen will, ist bei OpenStack dabei. Der Projekt heißt Neutron und der bietet uns ein Dynamic Network für Cloud Deployments. Normalerweise die Umgebung hat ein Layer 2 Netzwerke und Layer 3 und die Router sorgen die Verbindung zwischen mein externes Netzwerk und intern und auch zwischen verschiedene interne Projekte. Ports haben wir, damit wir zum FIMS anschließen können und das ist die Wichtigkeit von OpenStack, weil alles so modular ist. Der Vendor muss nur Plugins entwickeln, die OpenStack unterstützt. Und dann kann ein Vendor Software-Defined Network implementieren. Und Neutron sorgt für Security Groups. Das bedeutet für ein Projekt, ich kann allgemein eine Security-Definition machen und das wird für die ganzen Projekt gültig. Swift. Swift ist der Object Store Dienst von OpenStack. Das ist eine von die zwei Projekte von Anfang. Die zweite ist Nova, der zu OpenStack gehört. Der OpenStack Object Store ist nicht anders als ein API-driven Storage Modell. Der ist kein echtes Storage in der Sinne, wo wir haben kein POSIX Compliance und so weiter. Wenn ich eine Datei brauche, ich einfach sage, ich brauche eine Datei und es interessiert mich, wo das gespeichert ist. Das macht alles Swift im Hintergrund. Was wir haben, ist Accounts. Unsere Dateien sind als Object gespeichert und diese Objects sind in Containers zugeordnet. Und die Containers wird im Swift verwaltet. Clans. Clans ist der Image-Service von OpenStack. Eigentlich ist es nur die Image-Registry von OpenStack. Clans sorgt nicht für Image-Speicherung. Der ist nur ein Katalog von was für Images da sind. Ich kann auch mehrere Metadatei-Informationen mitliefern, zum Beispiel ob ein Image public ist, das bedeutet alle können das verwenden, oder dass das privat ist. Das gehört nur zu einem Projekt. Ich kann auch so ein paar andere Informationen geben, zum Beispiel, wenn ich andere besondere virtuelle Treiber habe oder ich habe besondere Storage-Benutzung, dann kann ich auch hier definieren. Ich kann auch gleich definieren, was für Instanz-Typen brauchen wir. Cinder.
Cinder ist der Volume Service von OpenStack. Das ist ähnlich wie, wenn Sie mit Amazon auskennen, ist es ähnlich wie die Elastic Block Storage. Defaultmäßig OpenStack Instanzen haben Ephemeral Storage. Das bedeutet, die Storage, die Dateien, auf die auf Storage liegen, die sind so lange da, solange mein VM open ist. Dafür, wenn ich einen Dienst habe, die ich Persistent Storage brauche, dann gehe ich auf Cinder und beantrage für ein Volume. Und der Cinder ist auch, Cinder unterstützt auch Plugin-Modell wie der Neutron, und das ist auch, die viele Hersteller supporten Cinder. Defaultmäßig ist LVM der Default-Protokoll und Cinder verwendet iSCSI als Transport-Protokoll. Es gibt andere Unterschied, noch einen Unterschied, wenn ihr NFS oder Cluster verwendet, dann der Transport-Protokoll ist nicht iSCSI. Jetzt kommen wir zum Herzstück von OpenStack. Es ist der Nova. Das ist, hier ist, wo alles passiert. Der Nova sorgt für alle meine Instanzen. Wenn ich eine Instanz hochfahren will, alles passiert hier. Ich kann auch Flavors oder Instanztypen definieren, und das kann ich für jede Umgebung einheitlich machen. Denova hat auch virtuelle Treiber, unterstützt fast jeder Treiber. Das bedeutet nicht, dass jeder virtuelle Treiber ist 100% unterstützt. Es kann sein, dass ein oder andere nicht 100% unterstützt. Nova spricht auch OpenStack API oder EC2 API. Das Ziel, von was ich bis jetzt gesprochen habe, ist, dass am Ende soll eine Instanz hochgefahren werden. Als OpenStack angefangen hat, es war sehr einfach. Ich habe einen Compute Node, ich gehe auf meinen Image Service und während Tag frage ich für ein Image, und diese Image wird hochgefahren. Und wenn diese Image oben ist, ich nutze einfach Object Storage, meine Datei zu verwenden. Heutzutage, das schaut ein bisschen anders aus. Ein Nutzer meldet sich über Horizon ein, ist gegen Keystone authentifiziert. Wenn er es erlaubt, dann Nova nimmt die Rolle, und ich sage einfach, dass ich brauche ein VM, der ein bisschen Volume Cinder Storage braucht, und ein Red Hat Image soll hochgefahren werden. Dann Nova fragt Glance, hey, ich will ein Red Hat 6 Instanz hochfahren, hast du ein Red Hat 6 Image? Dann kommt die Antwort ja, und dann fragt Cinder, ich brauche ein Volume, das bei VM hochfahren attached werden. Dann Nova fragt, ja, das muss in diesem Projekt zugeordnet sein, bitte ein Netzwerk einrichten. Und wird eine Instanz nach dieser Zeit hochgefahren, und ihr habt eine Instanz in den Cloud. Es gibt andere Projekte auch. Das Load Balancer as a Service, VPN as a Service, Sahara, die sind jetzt vorhanden. Trove wird bald integriert im Red Hat OpenStack. Es gibt andere Projekte, die bald kommen würden. Das ist Triple O, das ist OpenStack in OpenStack. Die Idee ist, dass wir können OpenStack selber nutzen, mehrere OpenStack Compute Nodes zu vorbereiten. Jetzt würde ich versuchen, Ihnen Unterschied zwischen VMware und OpenStack zu schildern. Wenn ich VMware spreche, ich spreche nicht über die Cloud-Lösung von VMware, sondern über vSphere, weil fast jeder macht mit Virtualisierung etwas, und viele Kunden haben VMware im Einsatz. VMware, wenn man VMware sieht, ist es, was vSphere sieht, ist es wie ein schwarzes Loch. Ich muss einfach nehmen, was ich bekomme, und ich kann kein Tweaks machen. Im Gegensatz, OpenStack ist ein Werkzeug-Toolkit. Das bedeutet, ich kann ein oder andere Services nehmen, was ich brauche, oder Tools ich brauche. Aber am besten wäre, wenn ich alles verwenden kann. Klassische
Ich kann ein Beispiel geben. Der nächste Release von Rev wäre mit Clans und Neutron-Unterstützung rausgebracht. Das bedeutet, wenn ihr neue Red Hat Enterprise Virtualisierung machen, Sie können gleich Clans oder Neutron verwenden. Ich habe ein Matrix gemacht. Ich versuche, das mit dieser Matrix den Unterschied besser zu schildern. Die V4 ist ein tightly coupled Architektur. Das bedeutet, ich brauche alle meine Sachen, damit der V4 ich die V4 implementieren kann. OpenStack hat ein loosely coupled Architektur. V4 unterstützt nur ESXi Hypervisor. OpenStack unterstützt fast jeder Hypervisor. Wie ich vorher gesagt habe, es kann sein, dass eine oder andere Hypervisor nicht 100% von OpenStack unterstützt, weil der Treiber-Implementation ist nicht 100% von OpenStack. OpenStack ist abhängig von Unterstützung von der Virtualisierung-Implementierer. Der V4 bietet nur VMFS und Raw Devices als Storage-Lösung. Und OpenStack, wir haben viele Möglichkeiten. Ephemeral ist der Default, Cinder als Block und Object Storage. Networking, klar, V4-Unterstützung, Traditional Switching Infrastruktur und Software-Defined Networking mit Vendor-Plugins. Im Gegensatz, OpenStack unterstützt auch Switching-Infrastruktur. Und out of the box, wir haben Software-Defined Networking mit OpenVSwitch. vSphere implementiert Image Management mit Templates und ich kann OVF-formatierte Files importieren. Im OpenStack, wir haben Glance als unsere Image Registry und der Glance unterstützt fast jede Art von Image-Formats. Und das ist, ich finde, ein Vorteil für OpenStack. VMware hat eine eigene HA-Implementierung. OpenStack hat auch eine HA-Implementierung, aber es ist empfohlen, dass die HA ist auf Applikationebene implementiert, nicht auf OpenStack-Ebene, weil die Anwendung soll für Fehler entwickelt werden. API für VMware ist proprietär und ist in Perl und unterstützt nur Perl und PowerShell. OpenStack und ist im REST API ist in REST API implementiert und unterstützt auch EC2 oder S3. Das bedeutet, ich kann beliebige Sprache nehmen, meine Stack zu greifen. Lizenz und Kosten, also wenn ich hier sage, das kostet Geld, wenn ich VMware implementiere, es geht darum, dass wenn ich vCenter und VMware ESXi implementiere, ich muss die Lizenz von VMware kaufen, anders geht nicht. Mit OpenStack, solange Sie keine Unterstützung brauchen, Sie können einfach RHEL implementieren und mit RDO einfach OpenStack implementieren und Sie bekommen alles, was Sie brauchen. Eigentlich V4 war für Enterprise Workloads entwickelt und OpenStack ist für Web 2 Workloads entwickelt. Das muss ich hier hindeuten, weil ich habe Beispiele gesehen, wo Kunden haben mit Amazon oder OpenStack für Enterprise Workloads gedacht, aber ich würde empfehlen, das nicht zu machen, weil der Ansatzpunkt ist ganz anders. V4 hat kein Konzept von Flavors. Flavors sind nicht anders als ich kann Instanztypen vorher definieren, was für eine Art von Instanztypen ich brauche. Und OpenStack unterstützt das. Jetzt kommen wir zum dem Management-Teil. Problem mit, was ich sehe, ist, dass wenn eine neue Technologie kommt, dann wir bauen noch ein Technologie, implementieren diese Technologie im Enterprise und das wird als ein Technology Silos. Bitte Zeit, dass eine eigene Silo sein. Mit CloudForms, dieses Problem ist überwinden, weil CloudForms bietet uns die Möglichkeit, über eine Schnittstelle alles zu machen.
Winter von 2012 hat Red Hat diese Managed IT gekauft und im Sommer dieses Jahr, sie haben die ganze Source von Managed IT open sourced. Die CloudForms ist bereit für heutige Virtualisierungslösung und gleich unterstützt Cloud-Workloads für Zukunft. Der CloudForms hat drei Key Providers. CloudForms System Engine sorgt für zum Beispiel Virtualisierung und Policy Implementierung und so weiter. Die CloudForms Cloud Engine sorgt für Cloud-Verwaltung, zum Beispiel Amazon, OpenStack. CloudForms Config Server sorgt für, wenn ich Tags habe, dass die Tags implementiert sind auf die richtige Stelle und so weiter. Der CloudForm deckt fast alle Punkte, die wir im IT Operations brauchen. Wir können Workflow, Approval Workflow definieren, wir können Compliance einrichten, bietet auch eine Self-Service-Schnittstelle, wo wir ein GUI haben, wir können einloggen und wenn wir ein Form brauchen, ein Form herstellen. Wir können auch Chargeback-Modell für virtualisierte Umgebungen einrichten. Ich kann auch Quota implementieren. Ich kann ein bisschen Resource Management, Capacity Planning machen und CloudForms auch bietet uns die Möglichkeit, ein bisschen Configuration Management und Root Cause Analyse zu machen. Was ich finde schon bei CloudForms ist, dass der bietet für alle unsere Nutzer, ich kann mit einem Role-Based Access Control und Quota im CloudForms einen Workflow definieren und der kann ich plattformübergreifend für Amazon, VMware, Red Hat und OpenStack auch für meine andere Infrastruktur implementieren. Das bedeutet, Sie brauchen nur ein Tool, der alles abdeckt. Ich habe ein Beispiel von CloudForm GUI, wie man hier sehen kann, auf einen Blick ich sehe kann, was für Betriebssystem ich habe, auf welche Plattform das läuft, was ist der Status von meinem VM, ob das eingeschaltet ist oder aus, ist ein Policy hier applied oder nicht, oder ein Snapshot auf diese VM gibt. Ich habe jetzt versuche ich mit einem Demo oder drei Demos sogar das ein bisschen mehr zu zeigen. Ich habe drei Demos. Eine ist einfach ein Custom GUI, ich eingerichtet habe. Sie können sehen, was diese Custom GUI ist. Ich habe die Mächtigkeit von CloudForm zeigen. Ich habe einen Workflow definiert, wo als Nutzer ich kann ein VM bereitstellen mit Auto-Approval. Das bedeutet, ich brauche einen Form kann ich bereitstellen, ohne mit einem Auto-Approval, damit er einen Form hochfährt. Okay. Das ist der CloudForms GUI. Ich logge mich ein. Wie man hier sehen kann, auf einen Blick, ich kann sehen, was für Umgebungen ich in meinem betreibe, zum Beispiel VMware, OpenStack und Amazon in meinem Beispiel und was für VMs hier laufen. Hier ist meine Virtualisierungsumgebung, wie man sehen kann, ich habe VMware 5 und VMware 5.1 und auf dem ganz rechten GUI, ich sehe alle meine VMs, die ich in meiner Umgebung habe. CloudForms ist auch in der Lage, ohne Agent, Agentless Discovery zu machen. Und das finde ich ein cooles Konzept, weil auf einen Blick ich kann alles sammeln. Und ich habe einen kleinen Report hier generiert. Ich kann auf einen Blick sehen, welche VM nutzt wie viel Hauptspeicher und der Last von dieser Hauptspeicher. Das zweite Beispiel. Ich habe Ups, sorry.
versuche jetzt ein Form im Firmware-Umgebung bereitzustellen. Ich gehe auf Oberinfrastruktur und mal, wie man sehen kann, hier sieht man alle GUIs, alle Forms, die in meiner Umgebung sind. Das ist meine vCenter-Umgebung. Auf Einblick bekomme wie viel, was für Templates hier sind, ob das ein Cluster ist, wie viel Host in meinem vCenter ist, wie viel Data Stores ich habe. Jetzt versuche ich ein Form bereitzustellen. Also es ist ein Red Hat Template, das ich hier bereitstelle. Ich kann hier meine Umgebung definieren, auf welche Umgebung das ist. Es ist meine Entwicklungsumgebung. Ich kann hier sagen, geben die Hostname. Und wie viele Instanz von diesen VMs ich brauche. Ich kann Automatic Placement wählen oder ich kann auch von Hand die Umgebung definieren. Ich habe hier gewählt, dass der auf meinen Infrastruktur-Folder landen soll und ich habe mich gewählt auf EC3. Ich habe auch gewählt, dass der VM soll auf lokal Data Store liegen. Entschuldigung. Ich kann hier mal auch definieren, wie viel CPU-Sockel ich brauche, wie viel Kern ich brauche, wie viel Hauptspeicher ich brauche. Ich kann auch mein Netzwerk zuordnen. Ich kann ein paar andere Schritte machen. Ich kann hier schedulen, wann soll diese Form hochgefahren werden. Hier habe ich gewählt Immediately on Approval. Da diese Form nur für Entwicklung ist, ich brauche nur für kurze Zeit. Damit ist mein Form jetzt wartet auf Request is created und wartet auf Approval. Dauert einen Augenblick und jetzt mein Request ist immer noch im Pending, aber jetzt, wie Sie sehen, das Request war approved und mein VM ist schon da. Das ist mein VM. Jetzt versuche ich mich auf, und wie man sehen kann, das ist alle Definition, was ich bei meinem VM gemacht habe. Und jetzt versuche ich mich auf diese VM einzuloggen. Wie Sie sehen kann, die Form ist kurz vorher da. Jetzt würde ich Ihnen das zweite Beispiel zeigen. Das ist ähnlich zu diese, aber in diese wir versuchen jetzt ein Form im OpenStack zu deployen. Aber die Schritte sind fast gleiche. Anstatt Infrastruktur, ich würde Cloud Provider nehmen, wie man sehen kann hier. Ich habe meinen Amazon Provider und ich habe zwei Cloud Providers hier, OpenStack Providers. Ich versuche auf CM Cloud ein Busybox Instanz hochzufahren. Wie man sehen kann hier, ich kann Informationen zu meinem VM sehen, OpenStack Deployment sehen. Das ist die Flavors oder Instance Typen, was ich Ihnen vorher gesprochen habe. Ich kann das alles vorher definieren für meine Umgebung. Es ist nicht etwas, es kommt ein Default Template, aber ich kann das customizen zu meinen Bedürfnissen.
ähnliche Beispiele. Das ist der Busybox-Image, was ich hier hochfahre. Wie Sie sehen, die Konfiguration oder Schnittstelle sind gleich wie bei Firmware. Das ändert sich nicht. Ich kann auch ein Tagging machen, das automatisch, was ich hier mache, dieser Schritt mache, wird automatisch gemacht. Jetzt gebe ich den Namen. Jetzt definiere ich, welches Netzwerk das ist. OpenStack hat zwei Art von Netzwerk. Eine heißt Fixed IP. Und hier wir definieren die Fixed IP und da ist der Floating IP definiert. Ich kann die Instanztype wählen. Ich habe Tiny gewählt. Ich kann auch Access Key hier geben. Ich kann auch der CloudForms auch unterstützt CloudInit und ich kann hier auch ein paar Sachen als Bootstrap hier konfigurieren. Wie bei hier habe ich auch gleiche Schritt. Ich habe eine Entwicklung vor allem. Der Status ist auf Pending. Wie man sehen kann, Request is created und es ist auto-approved. Jetzt versuche ich mich mit Ping das zu testen, ob diese IP, was ich gegeben habe, zu 110, ob diese Form erreichbar ist und versuche ich jetzt mich einzuloggen. Wie Sie sehen, die Form ist vor kurzem da. Jetzt zeige ich, wie das von OpenStack, CloudForms GUI ausschaut. Wie Sie sehen, das ist der Fixed IP, was wir definiert. Das ist die DHCP und ich habe ein Tiny gewählt und das ist der Config von Tiny. Okay. Damit sind wir zu Ende von diesem Beitrag. Haben Sie Fragen? Können Sie jederzeit. Die Stummschaltung ist aktiviert.